Jetzt dürfte die Kriegsgräberstätte sein, die unten aus sich hinter ist. Wenn man jetzt mal hochschaut, dann kann man runterfließen. Ja. Wir sind jetzt hier einfach irgendwo eine Treppe hoch hier. Wir standen hier auf dem Friedhof. Wie gesagt, Hauptstraße war irgendwie Kriegsgräberstätte ausgeschildert. Ich habe gedacht, die Straße da unten lang ist hier oben. Also das sieht ja so aus. Die sind schon lange leer, schätze ich mal so, ja, die Gräber hier. Vorne war eins, konnte ich aber nicht filmen, weil mit Namen und so stand so ja dran, akute Unfallgefahr. Und der Friedhof hier wird nicht mehr so wirklich genutzt. Frische Ritter, aber hier ist der ganz wenig. Das hier ist leer. Hier, den filme ich jetzt einfach ab. Die sind schon über 80 Jahre. Ja, das sind. Also hier 45 gestorben und 36 und 37. Das ist aus Kriegszeiten. Ich war das ein Fahrzeug, das hätte man hochfahren können. Aber hier hinten? Hier ist nur der Friedhof noch hier hinten gewesen. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier hoch, weil wir dachten, da ist so eine alte Polterstraße hoch. Hier sind noch irgendwie vielleicht die Gebäude. Gefunden haben wir das hier. Also wie gesagt, das ist alles leer hier. Das sind noch zwei, drei Gräber, wo du siehst, da geht mal einer hin. Die anderen, also hier, die sind definitiv leer, hier ist der Grabstein noch weg. Hier ist zwar noch was dran, aber hier geht offensichtlich auch schon lange keiner mehr hin. Hier hinter mir ist ein Grab, das ist 2004, da ist einer beerdigt. Da gehen irgendwie auch noch Leute hin. Aber hier nicht mehr. Definitiv. Das sieht alles so aus hier, Leute. Guckt euch das an. Also wir filmen jetzt hier nicht jede einzelne Grabstätte ab. Das haben wir jetzt durch Zufall gefunden. Kann man das filmen? Also hier geht auch keiner mehr hin. Das ist nur so abgedeckt? Nee, ne? Nee, guck mal, hier fehlt auch der Zaun und alle. Da steht der Grabstein zwar noch drin. Aber gepflegt wird jetzt hier auch nicht mehr. Wie gesagt, die sehen ja eigentlich fast alle so aus. Hier seht ihr ja, das sind richtige verwucherte Dinger. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal einen Cut, wenn wir noch irgendwas anderes finden. Der das hier gesprüht hat, der ist ein echter Künstler. Ich
Hier ist gleich das nächste. Ja. Ja, ich gehe mal ein bisschen weg, dann sieht man das besser.